Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor ein paar Tagen ein kleines Paket bekommen und zwar, ihr habt es schon im Videotitel gelesen, von der Wachsmacherei. So, da kann man es ein bisschen sehen. Genau, ich habe das erste Mal bei der Wachsmacherei bestellt. Es gab ja am 1. Januar die Möglichkeit, sich Düfte per Custom Order gießen zu lassen. Es gab ein paar vorausgewählte Düfte, die man aussuchen konnte, genau. Und Wachsmacherei kannte ich bislang nur von Tauschpaketen. Ich habe dort selber noch nie bestellt. Und da ich die Düfte bislang immer ganz gut fand, habe ich gedacht, komm, bestellst du mal ein paar Düfte und ja, testest dich so ein bisschen durch das Sortiment. Genau, ja, die Düfte sind vor ein paar Tagen schon bei mir angekommen. Ich habe auch schon dran geschnuppert, weil ich so neugierig war. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch trotzdem zeigen, was ich bestellt habe. Ich habe es auch versucht, so gut wie es geht, wieder zusammenzupacken, dass ich euch ja quasi den Eindruck geben kann, als würde ich jetzt das erste Mal öffnen. Auch wenn es nicht so ist. Genau. So kommt das Päckchen bei euch an. Hier stehen oben nochmal diese Beschreibungen drauf, wie man das Wachs zu verwenden hat. Genau. Sehr schön gemacht. Ich finde das Design ganz schön. Genau. Ja, vielen lieben Dank für deinen Einkauf. Ja, genau. Und dann lachte mich hier als erstes die Goodie-Tüte an. Die gucken wir uns aber zum Schluss an, würde ich sagen. Das heben wir uns das Ende auf. Genau. Dann sind hier unter jetzt die Duftis drin. Genau. So. Ich lege mal los mit diesem kleinen Pöttchen hier. Das ist ein Überraschungsduft. Da weiß ich also nicht genau, was es ist. Sehr schön verziert und auch die Farbe ist so ein, ja, so ein Baby, nee, Babyblau ist es nicht, aber es ist so ein helles Blau. Und ich schnüffel mal dran. Ja, und das ist so ein blumiger, frischer Duft. Auch ein bisschen parfümig. Ja. Ist ein sehr frühlingshafter Duft, würde ich sagen. Passt jetzt also perfekt zu der kommenden Jahreszeit. Ja, wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, welche Komponenten da drin sind. Aber für mich riecht der floral, frisch, parfümig. Und ich mag den. Huch, jetzt habe ich ihn runtergeschmissen. Bisschen aufs Handy, aber also gut. Dann, wo wir gerade bei Überraschungsdüften sind, machen wir mit einem zweiten Überraschungsduft weiter, der im Paket drin war. Diesmal in einem, ja, so ein Fliederfarben, würde ich sagen, ist das. Auch hier ist ein bisschen Glitzer drauf. Und das ist auch ein floraler Duft. Der geht allerdings so ein bisschen mehr in eine Bodylotion-Richtung, würde ich sagen. Er hat was cremig, parfümig, florales. Ja, aber auch den finde ich gelungen. Kann ich mir sehr gut jetzt im Frühling vorstellen. Und auch hier habe ich schon wieder... Ach nee, ich wollte gerade sagen, ach, auch hier habe ich schon wieder Glitzer verteilt. Aber ich glaube, das ist noch vom letzten Mal irgendwas. Habe ich nicht sauber gemacht. So, dann der erste Duft, den ich... selbst bestellt habe sozusagen, was jetzt kein Überraschungsduft ist, ist der Aloe Rain. Ich habe übrigens nur solche Segmentbecher bestellt. Wie gesagt, ich habe das erste Mal bestellt und wollte erstmal austesten und habe deswegen so kleinere Segmentbecher bestellt. Genau, Aloe Rain. Da lese ich euch mal eben kurz die Duftbeschreibung vor. Falls ihr es irgendwie klappern hört, ich weiß gerade nicht, was das ist.
Genau, Aloe Rain wird beschrieben. Pflegendes Aloe Vera Gel, wässriges Gurkenwasser und zitrische Akkorde von Orange, Limette und Zitrone werden abgerundet mit sauberer Ozonluft, frischem Moos und einem Hauch von Lilie, Jasmin und Narzisse. Dann wollen wir nochmal dran schnuppern. Auch der hier ist sehr, sehr schön gegossen. Auch ein toller Farbverlauf. Hier oben ist dieser Farbverlauf und der Glitzer, der runterfällt. Und hier unten seht ihr, ist das in Weiß gegossen. Auch ein bisschen, oh, hier sind kleine Sterne drauf. Ja, und ja, der Aloe Rain riecht wirklich sehr frisch, blumig. Was haben wir noch? Genau, Aloe Vera Gel und was Zitrisches, ne? Genau. Orange, Limette und Zitrone. Ja, ich würde sagen, ich rieche eher was Limettiges. Und ich würde auch sagen, dass ich das frische Moos daraus rieche. Ein sehr, sehr schöner Frühlingsduft. Auch für den Sommer kann ich mir den sehr gut vorstellen. Ja, schon mal ja, mein Duftgeschmack getroffen. So, dann sind hier noch so kleine süße Bonchis drin. Die picke ich mir nachher mal raus. Dann habe ich hier jetzt gehabt, wie gesagt, ich habe es so ein bisschen wieder zusammengepackt, wie es ursprünglich war. Habe ich hier so ein in Seidenpapier eingepacktes Allerlei, sage ich mal. So, darin befinden sich jetzt drei Segmentbecher. Auch hier suche ich mal eben schnell die Duftbeschreibung raus. Und zwar habe ich hier, was habe ich denn hier als erstes? Ich schaue mal kurz. Na, ich nehme jetzt mal den anderen Duft, weil den habe ich jetzt gerade schneller gefunden. Und zwar, da habe ich auch schon viele drüber schwärmen hören und deswegen war ich neugierig auf den Duft. Und zwar handelt es sich um den Sleeping on Clouds. Und der wird beschrieben als wunderschöner, beruhigender Vanilleduft mit Nuancen von frischen Baumwollblüten, Lavendelknospen, kuscheligem Kaschmir und warmem Sandelholz. Mit floralen Akzenten von Kamelie und Amaryllis. Herrlich gemütlich. Ja, genau. Also, ja. Floral, Vanille, Baumwolle, Lavendel, kuschelig. Da habe ich gedacht, das kann mir eigentlich nur gefallen. Und, komm mal raus. Auch hier wieder schöner lila Farbverlauf mit Glitzer drauf. Unten ist es ein bisschen heller. Seht ihr, das ist eher so ein... Naja, in der Kamera kommt jetzt grau rüber. Aber es ist eher so ein, ja, ein helleres Lila auf jeden Fall. Und der Sleeping on Clouds. Ja, also ich rieche die Vanille. Ich rieche den Lavendel. Kaschmir, Baumwollblüte. Hat aber auch ein bisschen... ja, wie beschreibe ich das? Vielleicht kommt das von der Vanille. Dass das so einen leicht gebäckigen Touch irgendwie durch die Vanille vielleicht hat. Oder es ist... Ich weiß jetzt nicht, wie Kamelie und Amaryllis riechen. Vielleicht ist das auch der florale Anteil, der da für mich so ein bisschen rauskommt. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, kuscheliger Duft. Ich denke mal, das wird ein schöner Duft fürs Schlafzimmer. Da könnte ich mir den gut vorstellen. Genau, Sleeping on Clouds. Habe ich denn den Aloe Rain jetzt hingestellt? Ach, da unten. Hatte das Seidenpapier draufgelegt. So,
Dann schaue ich mal eben, welchen von den beiden Düften ich als nächstes finde hier. Der nächste Duft, den ich mir mitbestellt habe, ist der Homemade Brownies. Und der wird beschrieben als warme Brownies direkt aus dem Ofen. Wer kann dazu schon Nein sagen? Sag's euch, Leute. Ich habe, wie gesagt, ich habe das ja schon mal geschnüffelt und dieser Duft. Erstmal wieder super schön verziert. Hier unten habt ihr noch so ein bisschen. Oh, der Duft, der duftet mich jetzt schon an, so ein bisschen braunen Farbverlauf. Und also wenn ihr, ja, es schokoladige Kuchendüfte mögt, also es riecht wirklich wie frisch gebackene Brownies. Richtig dunkel-schokoladig, teigig, süß, herrlich. Also ja, ich kleine Foodie-Nase finde den total klasse. Richtig toll. Ein wunderschöner Brownie-Duft. Sehr, sehr schön. Ja, da freue ich mich, dass ich mir den auf jeden Fall mitbestellt habe. Sehr, sehr lecker. Kriegt man gleich wieder Hunger, obwohl ich vorhin erst einen Schokocroissant verputzt habe. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Duft gleich. Der nächste Duft, den ich mir ausgesucht habe, ist der Layla. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Und der wird beschrieben wie folgt. Hier kommt Layla. Ich spreche es jetzt einfach mal Layla aus. Hier kommt Layla. Ein Duft der besonderen Art, der durch seine freche und verrückte Art ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Saftige wilde Kirschen, zerstoßene Mandeln, seidige Rosenblätter und zarte Apfelblüten in Kombination mit gefrorener Zitronenschale und einem Hauch spritziger Grapefruit. Ja, und also da hat die gute Dani sich ausgetobt. Ja, total coole Farben irgendwie. Ja, total bunt hier oben in so einem Gelb mit ja, total buntem Glitzer. Und hier unten in Grün und so einem knalligen Pink gegossen. Sieht total, ja, fancy aus, sage ich mal. Und ja, riechen tut der Duft auch sehr, sehr toll. Ja, man riecht was Florales. Das muss ich noch mal eben nachlesen. Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Shame on me. Rosenblätter, genau. Ja, die riecht man in Kombination mit so einem, ja, mit dieser Apfelblüte. Die Kirsche rieche ich auch raus. Mandel, ja, er hat so einen minimalen Tick was Marzipaniges, finde ich sogar. Und das gepaart mit diesen Kirschen und den Rosenblätter, also Rosenblätter, waren es Rosenblätter? Ja. Ich muss sagen, was Zitrisches rieche ich hier jetzt nicht raus. Vielleicht kommt das noch raus, wenn der warm ist. Ja, aber eine interessante Kombi. Kirschen, Mandel und Rosenblätter. Ja, mag ich aber auf jeden Fall. Und kann ich mir auch super für den Frühling und für den Sommer vorstellen. Genau, der Layla war das. So, dann habe ich hier irgendwas, was an der Nase juckt. Und dann kommen wir schon zu dem zweiten und letzten kleinen Päckchen, was ich noch mitbestellt habe. Hier sind auch wieder drei Segmentbecher enthalten. Ja. Haben wir sie. Ich vielleicht auch vorher schon mal auspacken sollen, ne? Nee, aber ich wollte euch das geschlossene Paket.
halboffene Paket ja zeigen. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Der eine war. So, dann machen wir mal weiter mit dem Rose Gold oder Rosé Gold. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Der wird beschrieben als cremige Kokosnuss, kandierter Apfel, süße reife Himbeeren sowie frische Tulpen, Fräsien und Rosenknospen in Kombination mit Kaschmirmoschus, Vanille und Bernstein. Wunderschön. Ja, nochmal dran schnuppern. Hier oben ist erstmal ein schöner dunkelroter Farbverlauf mit ja, so pinkem und blauem Glitzer. Genau. Und hier unten ist es so in weiß oder so in cremefarben gegossen. Ja, und hier muss ich sagen, rieche ich erstmal was Parfümiges, also diesen Kaschmirmoschus. Und ja, den Bernstein dann wahrscheinlich. Ja, das also die einzelnen floralen Komponenten könnte ich jetzt nicht definieren, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich diesen fruchtigen Anteil sowie die Kokosnuss jetzt auch erstmal nicht rieche, weil das Parfümige für mich hier dominiert. Ich muss nochmal auf der Oberseite schnuppern. Nee. Auch da dominiert für mich das Parfümige. Ja, ist aber ein wunderschöner Duft. Also auch da bin ich froh, dass ich mir den mitbestellt habe. Bin ich auch sehr gespannt drauf auf den Duft. Den würde ich aber, glaube ich, aufgrund seiner Parfümigkeit jetzt in meiner Nase eher an so kühleren Tagen düfteln. Ich glaube, wenn es so richtig warm ist, wäre der nicht unbedingt was für mich. Genau. Dann haben wir als nächstes. Mal schauen. Welcher davon zuerst kommt, da haben wir ihn schon. Und zwar, ja, wollte ich natürlich auch einen Kaffeeduft ausprobieren, wo ich gehofft habe, dass er nicht nach Maggi riecht. Und er riecht für meine Nase nicht nach Maggi. Und zwar habe ich mir hier den Coffee Addiction mitbestellt. Und der wird beschrieben als frischer Röstkaffee mit einem Schuss cremiger, zuckriger Sahne. Klingt erstmal total gut. Oh, der war nicht richtig zu. Habe ich vorher nicht wieder richtig zugemacht, was? Und der ist erstmal auch total schön verziert. Hier so ein helles Braun. Und hier oben ist er nochmal ein bisschen heller gegossen. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Ne, hier unten so ein bisschen dunkler Braun und oben eher in so einem, ja, mit Milch verrührtem Braun, sage ich mal. Und ja, oh, der riecht einfach total herrlich nach einem Milchkaffee. Absolut kein Maggi in meiner Nase. Das muss natürlich nicht bedeuten, dass jeder dann auch kein Maggi rausriecht. Aber der riecht so richtig schön nach einem frisch aufgebrühten Kaffee mit einer, ja, Milch oder wie hier beschrieben Sahne. Richtig authentisch und richtig lecker. Oh, da ärgere ich mich ja fast schon, dass ich nur einen Becher bestellt habe. Ah, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöner Duft. Coffee Addiction. Und dann muss ich wieder... Ich hätte das, mein Handy mal ein bisschen anders einstellen sollen. ach, da ist er schon. Und zwar der letzte Duft, den ich mir noch mitbestellt habe, ist der Kaschmir. Und der wird beschrieben, einfach und doch so wunderschön, warmer, sanfter Kaschmir. Ja, so einen puren Kaschmirduft geht ja immer, bei mir zumindest. Und ja, der hat auch hier so einen super schönen bräunlichen Farbverlauf mit, ja, goldenem Glitzer obendrauf.
Und hier unten ist er wieder ein bisschen heller gegossen. Genau. Ja, und das ist einfach ein wunderschöner, weicher, sanfter Kaschmirduft. So, so schön. So, so schön. Auch da ärgere ich mich, dass ich nicht zweites bestellt habe. Ja, also wenn demnächst irgendwann mal wieder Custom Order ist, werde ich auf jeden Fall bei der Wachsmacherei nochmal wieder zuschlagen. Denn ja, die Düfte gefallen mir alle sowas von gut. Ja, genau. Wie gesagt, der Kaschmir. Und wir sehen uns gleich nochmal zur Goodie-Tüte. Ich muss nochmal einmal kurz auf Pause drücken und dann zeige ich euch, was hier noch an Goodies drin war. So, genau. Denn jetzt öffnen wir meine Goodie-Tüte. Und dann ziehe ich hier mal einen Duft. Und zwar der Mesmerize war hier einmal mit dabei. Dazu habe ich jetzt natürlich keine Duftbeschreibungen. Und der Mesmerize ist auch hier wieder zweifarbig gegossen. Kleines Brittle-Stück mit ein bisschen Glitzer oben drauf. Ja, und der Mesmerize riecht floral. Vielleicht so Flieder, würde ich sagen. Dass er so eine leichte Fliedernote hat. Ja. Vielleicht auch ein bisschen was Pudriges. Ja, aber mehr könnte ich da jetzt erstmal nicht sagen. Aber ist auf jeden Fall für mich ein Frühlingsduft, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. So, dann der nächste Duft ist der Lavender Cake Pops. Auch wieder ein Brittle-Stück. Und ja, auch der wieder wunderschön gegossen, so dreifarbig sogar. Oder ja, also hier oben ist auf jeden Fall so ein Farbverlauf. Auch hier sind Lavendelblüten noch mit eingearbeitet ins Wachs. Und der Duft ist so toll. Also wenn es den irgendwann als Custom Order oder regulär im Shop zu kaufen gibt, bin ich auf jeden Fall dabei. Der ist so toll, der Duft. Also da habe ich beim ersten Schnuppern schon gedacht, ich will mehr. Oh, so toll. Richtig schön vanillig, gebäckig, teigig. Und dann diese Lavendelnote dabei. Oh, ein Traum. Wirklich, also wunderschöner Duft. Gefällt mir richtig gut. Lavender Cake Pops. Dann noch ein weiteres Goodie. Und zwar der Vanilla Apple Rose. Auch wieder ein Brittle-Stück. Und hier sind Rosenblüten eingearbeitet. Schaut mal, wie schön. Es sind immer so kleine Kunstwerke alles irgendwie. Genau. Und der Vanilla Apple Rose riecht für mich in erster Linie apfelig. Für mich kommt da der Apfel ganz klar durch. Dann hat er so eine cremige Note, was dann wahrscheinlich durch die Vanille kommt. Und die Rose, muss ich sagen, rieche ich dezent bis kaum raus. Entschuldigung. Vielleicht ändert sich das noch, wenn der warm ist, aber hauptsächlich riecht er für mich nach so einem cremigen, so eher so in Richtung Pflegeprodukt cremig, eher nach so einem cremigen Apfelduft. Genau, ja. Der Vanilla Apple Rose, genau, so heißt er richtig. So, dann haben wir noch ein letztes Goodie. Und zwar drei Herzchen in Oatmeal, Milk and Honey, genau. Oatmeal, Milk and Honey. Und kann so viel vorweg sagen. Oh, der Duft ist klasse.
Oh, der riecht so richtig schön nach Honig, Milch, also so eine warme Milch mit Honig. Und ja, Milchreis würde ich jetzt nicht sagen, aber so in die Richtung. Oh, herrlich. Super, super schöner Duft. Also auch da, wenn es den im Shop gibt, bin ich dabei. Der ist auch wunderschön, der Duft. Ja, das war die Goodie-Tüte. War ja auch reichlich. Ne? Sechs Düfte, die ich nicht mitbestellt habe, sozusagen, zu sechs Düften, die ich bestellt habe. Das finde ich schon sehr, sehr großzügig, muss ich sagen. Und ja, sehr, sehr schöne Düfte. Also ich bin echt begeistert von dieser Bestellung. Das wird definitiv nicht meine letzte Wachsmacherei-Bestellung gewesen sein. Ja, bisher, wie gesagt, hatte ich noch nie bei der Wachsmacherei bestellt, kannte es nur von Tauschpäckchen und bin echt schwer begeistert. Wie gesagt, ich wiederhole mich da. Ja, genau. Habt ihr auch bei der Wachsmacherei bestellt? Wenn ja, schreibt mir mal gerne, was ihr so bestellt habt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder wann immer ihr das Video schaut. Und genau, bleibt mir gesund. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.